Hallo liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen, Servus und herzlich willkommen hier bei eurem Alex im YouTube-Kanal Alex U. Wie manche von euch vielleicht schon mitbekommen haben, war ich Anfang Juni 2024 in Österreich an der Semmeringbahn unterwegs. Und da demnächst mehrere Filme kommen werden, muss ich euch vorab erstmal mit an diese Semmering-Rampe bzw. diese Semmering-Bahn nehmen, damit ihr ein bisschen Streckenkenntnis, Streckenkunde erhaltet, damit ihr dann, wenn die anderen Filme kommt, schon ein bisschen besser im Bilde seid mit den Örtlichkeiten. Wir beginnen an der Semmering-Nordrampe. Da kommt die Strecke von Wien her und erreicht als erstes den Bahnhof Glocknitz. Dem Weg von Glocknitz in Richtung Peierbach-Reichenau folgt die Strecke erstmal dem Schwarzertal, bevor dann in Peierbach-Reichenau das Schwarzertal auf die andere Seite des Tals gekreuzt wird mittels eines Viadukts. Die Strecke schlängelt sich dem Hang folgend durch Wiesen und Wälder in Richtung des Ortes Küb den Hang empor. Zwischen den Orten Küb und Eichberg liegen dann auch die ersten beiden Tunnelbauwerke auf der Nordrampe. Das ist der längere Pettenbachtunnel, etwas hangabwärts in Richtung Küb bzw. Peierbach-Reichenau und danach der kurze Steinbauertunnel. Nachdem die Strecke noch ein bisschen durch einige Wiesen sich geschlängelt hat, wird der Bahnhof Eichberg erreicht. In Eichberg folgt der zweite gravierende Richtungswechsel. Von Glocknitz her ist die Strecke grob in Ost-West-Richtung verlaufen, hat dann in Peierbach-Reichenau die Himmelsrichtung geändert, um nach dem Bahnhof Eichberg erneut in die Ost-West-Richtung abzubiegen. Zwischen dem Bahnhof Eichberg und dem Bahnhof Klamm-Schott-Wien verläuft die Strecke größtenteils oberhalb der Ortslage von Aue und Schott-Wien in einem Wald, bevor sie dann den Bahnhof Klamm-Schott-Wien erreicht. Direkt nach dem Bahnhof Klamm-Schott-Wien verschwindet die Strecke im etwas längeren Klammtunnel, um dann auf der anderen Seite wieder das Tageslicht zu erreichen.
Strecke geht über das Wagner-Graben-Viadukt und den Gamperl-Graben-Viadukt. Diese werden hier vom Zug, der talwärts fährt, in umgekehrter Richtung befahren. Und vor dem Gamperl-Graben-Viadukt fährt die Strecke kurz durch den Gamperl-Tunnel. Bevor die Strecke den bekannten Weinzettelwandtunnel erreicht, wird noch der blaue Einschnitt gequert. Diesen widmen wir uns aber später. Im Weinzettelwandtunnel ist eine Galerie mit einigen Fenstern drinnen. Zwischen diesem Tunnel und dem Weinzettelfeldtunnel ist die Strecke kurz am Tageslicht und weiter in Richtung Semmering, also in Richtung Gipfel, wird dann als nächstes der Bahnhof Breitenstein am Semmering durchfahren. Bevor die Strecke den kürzesten Tunnel der Strecke unterfährt, das ist der Krausel-Tunnel. Danach geht es auf das Krausel-Klause-Viadukt durch den Poleros-Tunnel, welcher die Poleros-Wand quert, und danach auf die weltbekannte Kalte Rinne, wo mittels eines zweistöckigen Viadukts dieselbige Kalte Rinne gequert wird. Das GK-Museum Alter Kalten Rinne wird rechts liegen gelassen, während die Strecke weiter den Berg auf in Richtung Semmering emporstürmt. Es erfolgt ein Richtungswechsel von West-Ost auf Nord-Süd grob, bevor dann das Adlitz-Graben-Viadukt, auch bekannt als Fleischmann-Brücke, erreicht wird. Die Strecke verschwindet im Weberkogeltunnel, kommt erneut kurz ans Tageslicht, bevor der Wolfsbergtunnel erreicht wird. Danach wird der Haltepunkt Wolfsberg-Kogel durchfahren und der Kartner-Kogeltunnel, bevor anschließend die Passhöhe am Bahnhof Semmering erreicht ist.
Damit sind wir dann die Semmering-Nordrampe vom Bahnhof Glocknitz bis zum Bahnhof Semmering hochgestürmt. Wir sehen uns demnächst wieder hier auf dieser Welle. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, Servus, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Alex.